willkommen zum ersten Erfolgsbericht, den ich hier als Interview auf YouTube mit euch teilen möchte. Die liebe Henriette, die wird uns gleich ihren gesundheitlichen Werdegang erzählen durch die Ernährungsumstellung nach Anthony William, wie das alles so passiert ist und wie sie sich damit fühlt und was alles so sich verändert hat. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses schöne Interview. Hallo Henriette. Hallo Jasmin, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch total, dass du da bist. Und erzähl doch mal, wie verlief denn dein Leben so gesundheitlich, bevor du zu Anthony gefunden hast? Ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin gesund, bis auf einmal ein Krebs aufgetaucht ist. Und das war sehr überraschend für mich. Mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Und entdeckt habe ich den, als ich in der Früh nicht mehr aufstehen habe können. Es hat furchtbare Schmerzen im Unterleib gegeben. Und dann bin ich tatsächlich mal zum Arzt gegangen, was ich nicht so gern mache, aber gedacht, wenn da irgendwas mit Highlight der Schwangerschaft oder sowas ist, dann muss ich hingehen. Das hilft gar nichts. Und naja, es war dann die Diagnose keine Eileiter Schwangerschaft, aber die andere Diagnose war auch nicht gerade erfreulich. Und ich wollte mir diesen Krebs selbst heilen und habe mir 3 Monate Zeit gegeben, auch nach der Diagnose. Und habe mit den Ärzten das besprochen, dass ich nicht sofort irgendwas machen will, sondern ich möchte selber schauen. Und dann war es so, dass ich da nicht ganz klar gekommen bin. Es hat jetzt, ist sehr, ja, sehr groß gewesen, dieser Tumor, den sie mir da diagnostiziert Also haben. es war Eierstockkrebs, ne? Es war Eierstockkrebs, ja, und es war ein Tumor von 12 cm Größe. Also es war schon relativ groß und ich habe gar nichts bemerkt gehabt vorher. Ja, wenn ich so nachrecherchiere, nachdenke drüber, komme ich schon drauf, dass sie das schon länger angekündigt hat, aber ich habe es einfach ignoriert. So wie die vielen anderen Dinge ich auch ignoriert habe, weil sie halt ins Leben dann integriert werden. Wenn du sie mal hast, wahrscheinlich geht es vielen Menschen so, die sie denken, sie sind eigentlich eh gesund und haben dort was und merken es gar nicht. Und ich bin dann halt mit der Zeit so drauf gekommen, dass ich da doch einige Dinge so herum mit einigen Dingen herumlaboriert habe, die mir gar nicht so richtig bewusst gewesen sind. Naja, und dann war der Krebs und ich habe mich viel bewusster auf meinen Körper konzentriert. Ja. Ja, und zu Anthony gekommen bin nicht dadurch, also ich habe mich dann operieren lassen, naja, müssen, ich wollte einfach, ich habe mich wahnsinnig müde gefühlt, die Lebensqualität war einfach nicht gut und dann hab ich entschlossen, okay, ich werde diesen Einschnitt wagen und lass mich operieren, das war dann auch so. Und dann haben wir unbedingt eine Chemotherapie empfohlen. Also ohne Chemotherapie geht das gar nicht. Ja, und ich habe gesagt, das will ich nicht. Und in der Reha bin ich dann tatsächlich auf ein Buch gestoßen von Anthony William. Das hat mir dann eine Patientin, die auch dort war, zukommen lassen. Sie hat gesagt, sie sieht, dass ich mich mit Ernährung beschäftige. Ich habe tatsächlich eben damals nach der Diagnose sofort nur mehr rohkostmäßig mich ernährt. Und dieses Buch hat sie mir zukommen lassen und ich habe ein bisschen reingeblättert und habe gesagt, wow, das will ich gern haben und habe das gelesen und war ganz begeistert davon. Und so bin ich eigentlich mit dem Anthony William bekannt geworden. Und was dazu geführt hat, dass ich dann die Chemotherapie einfach in eine Ernährungsempfehlung von ihm ausgetauscht habe. Also ich habe die Chemo nie gemacht und habe einfach die Ernährung so umgestellt, wie sie auch empfiehlt. Und das war eigentlich die Lösung. Das war großartig, das so zu machen. Hätte ich schon viel früher wissen sollen. Ja, naja, klar, das weiß man natürlich vorher halt nicht, ne? Das kommt dann auf einmal zu einem und dann ist man ganz überrascht. Wie war denn das, als du dann das Buch so zum ersten Mal gelesen hast und als du dann diese ganzen Informationen auf einmal hattest und auf einmal hattest du auch diesen Aha-Effekt, diesen, ah ja, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los war, Effekt, wovon so viele sprechen. Es war das Buch Medical Food und da werden ja nur beschrieben die einzelnen Obst- und Gemüsesorten, was sie alles können und das hat mich fasziniert. Und dann hat er ein bisschen angedacht oder angesprochen, dass er schon ein Buch geschrieben hat, dieses erste Buch eben und dass noch das Leberbuch kommen wird und ich wollte sie alle haben. Das Leberbuch war noch gar nicht heraus auf Deutsch und ich habe schon vorbestellt, weil ich gesagt habe, das will ich unbedingt machen, diese Kur muss ich machen. Ja. Und dann habe ich eben begonnen am 20. Mai 2019. Ist es zu mir gekommen, das Buch? Und ich habe sofort begonnen, ein Kapitel aufgeschlagen mit der Leberkur und die Leberkur sofort begonnen. Also bevor ich das Buch noch gelesen habe, das habe ich dann während der Leberkur und danach habe ich das ganze Buch dann durchgelesen, habe ich glaube ich auch schon dreimal gelesen. Es ist ein großartiges medizinisches Wissen, was da drinnen steht. Und die Leberkur habe ich dann auch beibehalten. Also die habe ich jetzt 15 Mal gemacht. Jetzt ist
September 2021, also, und ich mache weiter, da höre ich nicht auf damit. Ja. Also du hast quasi 2019 war das alles mit dem Krebs auch und auch war da 2018, ja, 2018 noch. 2018 war die Diagnose. Das war im März. Im August war ich auf der Reha, habe das Buch gesehen und da habe ich eben bemerkt, dass nächstes Jahr, also im Jahr 2019, das andere Buch rauskommt mit der Leber. Okay. Und auf das habe ich schon richtig spannend gewartet. Also du hast quasi im August oder irgendwann so 2018, Mitte, Ende 2018 wurdest du operiert Ja. dann, ne? Und dann hast du quasi eine Reha gemacht und statt der Chemo einfach die Ernährung nach Anthony William begonnen. Und Ganz genau. wie geht's dir denn heute? Also wirst du ab und zu kontrolliert, schulmedizinisch oder von ärztlicher Seite? Und was sagen deine Ärzte dazu und wie fühlst du dich und was hat sich noch verbessert? Ja, also da kann ich viel erzählen. Ich habe dann schon Kontrollen gemacht, aber ich bin da sehr, sehr kritisch, was das Medizinische anbelangt. Ich unterlasse jede gefährliche Kontrolle, also irgendeine großartige Röntgenuntersuchung, so wie dieses Computertomographie, meide ich, weil es ja wieder krebserregend, mache ich nicht. Aber die für mich harmlos erscheinen, die mache ich schon und da bin ich regelmäßig hingegangen, einfach für mich selbst und auch für die Menschen, dass ich es ihnen erzählen kann. Und zwar Blutuntersuchungen und Ultraschalluntersuchungen, die finde ich persönlich jetzt einmal nicht tragisch und habe ich gern gemacht und da hat man ja ohnehin alles entdeckt. Ja, da hat man entdeckt, im Blut hat man entdeckt, ob der Krebs noch da ist, genauso im Ultraschall. Und im Ultraschall ist man auch damals diagnostiziert worden bei der Diagnose. Ein Lipom auf der Niere, Hämangiome in der Leber. Und sie haben auch festgestellt in diesen Blutuntersuchungen und dann später auch im Ultraschall, dass ich so eine angehende Hashimoto-Thyreoiditis habe. Alles Dinge, von denen ich nichts gewusst habe und die waren aber da. Gut. Und dann nach den Untersuchungen, nachdem ich begonnen habe, die Leberreinigung zu machen und dann so nach Anthony William zu leben, war das alles nicht mehr da. Es war weg. Und zu meiner Überraschung hat sich dann noch mehr verändert. Und zwar, ich habe die Bücher dann ja alle gelesen und bin draufgekommen, die Symptome, die da drinnen stehen, da kenne ich einige davon. Und das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe Gehirnnebel gehabt. Ich habe Haarausfall gehabt. Der ist weg. Ich habe die Haare nicht mehr lang tragen können, war nicht möglich. Geht wieder. Ich habe unglaublicherweise eine Inkontinenz entwickelt, ist weg. Das war ein Restless Legs, habe ich gehabt. Ich habe es gemerkt, das war in der Nacht, das war dann wieder weg. Man ignoriert das irgendwie. Habe ich gehabt, ist weg, ist nicht mehr da. Da waren noch einige Dinge. Es ist wirklich einiges verschwunden, wo ich mir gedacht habe, wow, das habe ich auch, das stimmt, das ist ja auch alles da und das ist weg, ist einfach verschwunden. Und ich mache da weiter, weil es sind noch ein paar Dinge, bei denen ich mir denke, das möchte ich auch nicht haben. Kleinigkeiten, wo man sagt, das ist nicht schlimm, es ist nicht lebensbedrohlich, es ist nicht wirklich ärgerlich, aber ich habe es und ich mache so lange weiter, bis das auch noch weggeht. Ja, Schulterschmerzen hatte ich. Ich konnte mir den Pullover nicht ausziehen, das hat wehgetan, unglaublich wehgetan. Habe ich ignoriert. Naja, ist halt so. Na, jetzt ist es nicht mehr, es ist weg. Ja, oder nach der fünften Leberreinigung, ganz außergewöhnlich irgendwie, finde ich. Man sagt ja auch, oder er spricht davon, dass die Leber oder der Körper über die Haut entgiftet. Da habe ich eine Schuppenflechtenart entwickelt. Ich habe mir das diagnostizieren lassen vom Hautarzt, weil ich das wissen wollte. Ich wollte eine Diagnose haben und habe diesen Zettel zu Hause, damit ich das auch irgendwie schriftlich belegt habe. Ich hatte das, ja, na, es ist weg. Es ist nicht mehr da. Das Und waren ich ja habe schon aber dem einige Hautarzt gesagt, Symptome. Einige ja, da war Symptome, schon da bist viel, du ja. noch drin. Diese Schuppenflechte, denke ich mal, ist sicher irgendwie entstanden, weil halt der Körper entgiftet hat, aber ist auch wieder verschwunden, weil ich weiter entgiftet habe. Also es entgiftet über die Haut und verschwindet dann aber überhaupt, weil das Gift einfach weg ist, dass das hervorruft. So erkläre ich mir das. Ist auch wirklich so geworden, ist nicht mehr da. Ja, das ist ja Ja. auch das, was Anthony immer wieder sagt an verschiedenen Stellen, ne? Dass man halt auf diesem Heilungsweg eben 3 Schritte vorgeht und 2 zurück. Also wenn man eben diesen Heilungsweg geht und er wirklich beginnt mit dieser Ernährung, dann kann das halt total passieren, dass auf einmal was Neues dazukommt oder irgendwie was Altes noch Ja. nicht wirklich weg ist oder was aufflammt oder so, was man mal hatte. Und das ist halt Ja. aber kein Zeichen davon, dass man auf dem falschen Weg ist, ne? Sondern es ist einfach
ja, eine Sache, die dir jetzt eben auf deinem Weg begegnet, und meistens gilt es, das einfach anzunehmen und auch einfach zu lassen, und dann geht es wieder von alleine weg, ne? Das ist dann Weitermachen, ja, weitermachen. Also weitermachen. ich kenne ja das auch aus der Energiearbeit. Ich bin Energetikerin und die Sitzungen, die ich mache, die bieten ja auch eigentlich sehr tolle Lösungen für seelische Konflikte, auch für Krankheiten. Aber wenn da etwas kommt oder wenn etwas wiederkommt, muss man weitermachen. Und das ist die Empfehlung, die ich dort auch gebe, weil dann kommt einfach noch was nach. Da kommt was raus, da will was weg. Und genauso ist es am körperlichen, auf der körperlichen Ebene auch so. Also so stelle ich es mir halt vor, weil es funktioniert in der Energiearbeit so und beim Körper funktioniert es wahrscheinlich genauso. Mach weiter und du wirst es loswerden. Du wirst einfach befreit davon, weitermachen. Das ist wichtig, glaube ich, ja. Wie lange bist du jetzt schon dabei mit der Ernährung nach Anthony William? Das sind dann 2 Jahre jetzt ungefähr, ne? Ja, genau. Also es ist ganz genau 2 Jahre. Ganz genau zwei Und Jahre. was mich noch interessiert ist, machst du das wirklich ganz streng oder machst du auch manchmal Ausnahmen? Wie handhabst du das für dich persönlich? Ja, ich bin seit 2012 Veganerin, aber vegan muss nicht unbedingt gesund heißen. Vegan heißt einfach nur tierfrei. Gesund ist dann nochmal eine ganz andere Schiene und das weiß ich halt jetzt, wie es funktioniert und das freut mich sehr. Und da habe ich halt noch einiges umgestellt und ich lebe wirklich mittlerweile danach, diese No-Foods lasse ich weg. Pass sehr auf mit dem Öl und Fett. Also er sagt ja, dass fettfrei oder das Fett möglichst gemieden werden sollte, damit die ganzen wunderbaren Nahrungsmittel überhaupt zur Wirkung kommen können, weil sich das mit dem Fett ja behindert. Da passe ich sehr gut auf und die No-Foods lasse ich ziemlich, na, lasse ich weg. Die sind eigentlich jetzt mittlerweile weg. Am schwierigsten war das Gluten wegzulassen, das ist aber so eine wichtige Sache und mittlerweile habe ich das, oder sagen wir, seit einem halben Jahr habe ich es auch geschafft. Die sind halt weg. Da hebe ich mir natürlich sehr ab vom Rest der Welt oder auch von meiner Umgebung, weil die essen natürlich viele Dinge, die ich nicht mehr esse. Und manchmal gibt es halt dann für mich anderes Essen oder halt esse ich gewisse Dinge nicht mit. Macht mir aber überhaupt nichts, weil ich das einfach im Sinne einer guten Gesundheit sehr, sehr gerne mache. Und wenn ich mir diesen Krebs geheilt habe und die ganzen anderen Symptome geheilt habe, nur damit, dass ich einfach gewisse Dinge nicht mehr esse oder eben vermehrt esse, da gibt Das es ist gar es keine wert. Frage für mich. Ja, natürlich. Ja, das ist es unbedingt wert. Ja, also da habe ich gar keinen Zweifel dran, das weiterzumachen. Und wie ist denn das bei dir zu Hause? Kommt deine Familie damit klar oder sind die weiterhin normal oder fragen die auch mal, hey, was machst du denn da? Warum isst du denn das jetzt so oder wieso lässt du das und das weg? Wie ist es da bei dir? Na, die machen mit. Ich rede viel drüber. Ich erzähle viel über die Bücher und was da drinnen steht. Ich habe das Wissen aufgesaugt wie ein Schwamm. Ich liebe das. Und erzählen darüber viel und sie verstehen das auch ganz gut und machen dann mit. Ja. Sie Schön. machen nicht alles mit und nicht immer mit, aber sie machen sehr viel mit und sie freuen sich, wenn ich die Smoothies täglich mache oder wenn ich einen Sellerie habe und dann kriegt halt jeder Selleriesaft auch mit oder den Zitronensaft machen alle mit. Ja, also das macht jeder in der Früh Zitronensaft, 1 Liter, das ist da. Also du meinst Zitronenwasser. Zitronenwasser, ja genau, also Wasser mit Zitronen. Ja, also das ist regelmäßig, das mache ich schon ja, seither, eigentlich seit 2 Jahren durchgehend und meine Familie macht da mit. Ja. Also die freuen sich, wenn ich sie da gut ernähre, die sind alle froh. Also meine Kinder sind ja nicht immer zu Hause, aber wenn sie da sind, freuen sie sich über die gute Küche. Okay, ja, dann habe ich am Schluss jetzt noch so eine letzte Frage an dich. Und zwar, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es ja so, wenn man halt Leuten davon erzählt, die vielleicht vorher noch nie was davon gehört haben, dann kriegt man da schon oftmals so skeptische Blicke, ne? Oder so ein, ach ja, alles klar, was erzählst du denn da für Quatsch, ne? Sowas, solche Reaktionen, also kenne ich das eben, weshalb ich mich ja dann auch irgendwann dazu entschlossen habe, diesen Blog zu schreiben mit diesen Erfolgsberichten einfach, dass man eben mal was hat, wo man irgendwie Super drauf Idee. hinweisen kann, ne? Und ich wollte dich da jetzt mal fragen, wenn du quasi jetzt mal den Leuten was sagen könntest, was würde das sein? Also, ich gebe den Draht sehr oft weiter und es wird gut angenommen, muss ich sagen, tägliche Leberpflege. Ich mache die tägliche Leberpflege und das ist auch etwas, was ich sehr gerne weitergebe und es wird überall gut angenommen. Ich habe mir das herausgeschrieben, also ein Kapitel aus den Empfehlungen von Anthony. Und das beginnt am Vormittag, Zitronenwasser, 1 halber Liter bis Liter, dann danach den Selleriesaft, wenn man den hat.
Und fettfreier Vormittag, was bedeutet Obst essen? Für mich bedeutet es Obst essen, aber man kann fettfrei, da kann man natürlich mit Haferflocken oder Obst und Bananen. Also man kann verschiedene Sachen machen, aber fettfrei und sehr viel Obst halt dabei, wenn man unbedingt Vormittag etwas essen möchte. Honig ist unbedingt am Vormittag drinnen. Und ich mache gerne die Smoothies, also den Heavy Metal Detox Smoothie am Vormittag als Frühstück oder den Leberheil-Smoothie am Vormittag als Frühstück. Das empfehle ich auch weiter, aber es gibt ja sehr viele Frühstücksrezepte in seinen Büchern. Und es ist immer was dabei, was die Menschen anspricht. Ich zeige die Rezepte auch her und es ist wirklich etwas dabei für alle. Das ist sehr angenehm und sie verstehen. Und bis 12 Uhr Mittag kein Fett versteht auch jeder. Ich sage halt genau, was ist Fett? Ich habe ja auch viel nicht gewusst. In den Büchern ist mir dann erst klar geworden, ah, Nüsse sind auch Fett, Kerne sind Fett. Ah ja, Avocado ist Fett. Das ist mir alles nicht so bewusst gewesen. Jetzt weiß ich es, okay. Und gibt das auch weiter. Und am Abend kommt immer die Tasse Tee, also Zitronenmelisse oder halt einfach ein Kräutertee. Manchmal ist Himbeerblätter oder Brennnessel oder ich mische die auch manchmal. Aber das ist auch regelmäßig vom Thymian-Tee. Schlafengehen. Prost! Ja, also die Dinge sind auf jeden Fall. Und was ich halt immer wieder mal mache, aber nicht regelmäßig, gut wäre der tägliche Apfel, den kann man auch weiterempfehlen. Also das ist einfach ein Programm, das kann man sehr gut integrieren. Auf Und da jeden habe ich eine Fall. nette Geschichte auf Lager noch. Und zwar, das muss ich einfach erzählen, was nett ist. Ich bin dort immer Sellerie einkaufen gegangen. Ich habe auch kistenweise bestellt und sehr viel Sellerie, weil in dem Geschäft hat es einfach Bio-Sellerie gegeben zu einem guten Preis. Und bei diesen Mengen ist es auch wichtig, einen guten Preis zu bekommen. Ja, und habe dort immer wieder, bin ich dorthin gekommen, habe das eingekauft, bis sie aufmerksam worden sind auf mich. Ja, was machst du eigentlich damit? Okay. Und habe ihnen erzählt, was ich damit mache und wie es mir so geht und was ich damit geheilt habe. Und, aha, wäre das für uns auch was, haben sie gesagt. Mein Mann hat schlechte Leberwerte. Habe ich gesagt, ja, probier es. Und habe ihnen die Liste mit der Leberpflege gegeben und habe gesagt, ja, trink es einfach in der Früh einen halben Liter Selleriesaft und so in dieser Form. Und dann haben wir beschlossen, dass es geht, auch am Abend den vorzubereiten und in den Kühlschrank stehen und in der Früh das zu trinken, weil die schon sehr früh auf müssen und in die Arbeit gehen. Und die haben das gemacht. Und dann haben sie einen Erfolgsbericht gezeigt, also mir erzählt, und die waren so begeistert. Ach, Der schön. Mann hat erstens mal wieder gute Leberwerte gehabt, hat seinen Diabetes verloren und sie hat ihren Kropf verloren. Und das nur durch Selleriesaft und die, also die Leberpflege, also dieses Nur durch die Leber, Vormittagsprogramm, ja? ja? Ja, genau. Dieses Leberpflegeprogramm mit fettfreier Vormittag und der Selleriesaft und der Zitronensaft. Und das hat es ausgemacht. Toll. Wie Ja, sind das? die haben noch nicht mal quasi alle No-Foods weggelassen, sondern sie haben Nein, wirklich nein. erstmal nur Ja. der Leber die Möglichkeit eingeräumt, eben zu Sich zu entgiften bis erholen. zum Mittag, genau, was wir ja, das ist ja immer das, was ja niemand weiß, ne? Man nimmt ja quasi sofort, wenn man halt sein normales Frühstück einnimmt, Brötchen mit Schinken und Butter oder Rührei oder wie auch Und immer, Butter. nimmt Ja, man ja der ja. Leber sofort die Chance, Jede sich mal Chance. zu entgiften, ne? Und alleine Ja. das macht schon eine Menge aus, auf jeden Fall. Ja, toll, Ja. dass das funktioniert Ja, hat, es ist auf jeden Fall. spannend, ja. Ja, Absolut. also das ist ein richtig großer Erfolg und die freuen sich so und die geben das alle weiter in dem Geschäft. Ja, das glaube ich, Also klar. die sind richtig infiziert worden, haben alle Bücher mittlerweile, lesen das auch und sind sehr begeistert. Schön. Ja, gut, liebe Henriette, Mensch, das war ein tolles Interview. Ich bin ganz glücklich, dass wir das gemacht haben und dass die Welt Ich da freue mich auch. draußen einen weiteren tollen Erfolgsbericht sich anschauen kann, wirklich über die Ernährung durch Anthony William und die ganzen Informationen durch Spirit, die wir bekommen. Ich freue mich, dass du dabei warst und dass du so offen warst und uns alles erzählt hast. Und ich wünsche dir einfach noch eine ganz schöne Zeit und weiterhin alles, alles Gute auf deinem Gesundheitsweg. Dankeschön. Ja, mach's gut, Danke, Henriette. danke für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Gerne doch. Alles Gute. Tschüss. Servus.